Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute Unboxing Wolfkopp im Mediabook. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, heute haben wir ein limitiertes Mediabook und zwar zu dem Film Wolfkopp. Ein sehr lustiger Film, kann man sich auch gerne mal ansehen. Ist limitiert auf 333 Stück. Ich habe hier die Nummer 189. Gibt es in zwei Motiven, glaube ich. Gibt nur ein anderes. Das ist, glaube ich, davon gibt es mehr. Das ist das strenger limitierte. Ich finde aber von vorne das Cover schon ziemlich cool. Ich würde sagen, reißen wir einfach mal auf die ganze Sache. Packen das einfach mal aus. Wie gesagt, von vorne ist wirklich... Schauen wir uns einfach mal genauer an. Also ich finde, von vorne sieht das sehr gut aus. Hat auch irgendwie so eine, ist nicht so auf Hochglanz gemacht, nicht so glatt, so auf matt gehalten. Also das Artwork gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ziemlich cool. Schauen wir uns mal die Rückseite an. Die ist jetzt ein bisschen schlicht gehalten. Aber hier sehen wir noch die Nummerierung hier. Ich habe die Nummer 189 von 333. Ja, steht noch mal ein bisschen was zu dem Film. Ja, Rückseite ist, fällt ein bisschen ab zu der Vorderseite. Ich mache mal das ganz auf so. Auf dieser Vorderseite entschädigt das vollkommen. Ist meiner Meinung nach absoluter Top. So, opala, da fällt noch was raus. So, dann schauen wir mal, was wir da alles noch drin haben. So, dann haben wir hier noch ein paar Aufkleber. Den hier. Dann haben wir einmal den. Dann einmal diesen hier. Und diesen hier. Ja. Ich sehe gerade, wir haben auch zwei Discs. Wir haben einmal auf Blu-ray und einmal auf DVD. Gucken, ob dahinter was ist. Nehmen wir mal kurz raus. Oh ja, das ist auch cool gemacht eigentlich, ja, mit diesem Vollmond. Ich denke mal, wenn die das drin ist, nichts sieht. Das ist schon eine coole Idee, ja. Blättern wir mal kurz durch hier. Wie gesagt, hier auch wie so ein Comic gemacht, ziemlich cool. Also an sich ist es wirklich ein sehr cool abgedrehter Film. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, schaut ihn euch einfach mal an. Ja, blättern wir mal das. Auch ziemlich viel hier drin. Ja, also ganze Menge Informationen und so weiter. Hier haben wir noch Postergalerie. Hier ist nochmal alles genau, was auf dem Film ist. Was für Extras und so weiter. Wie gesagt, hier haben wir dann nochmal die DVD. Kann ich auch nochmal wegmachen. Das ist auch ganz cool gemacht, finde ich. Auf der Disc sehen wir ihn halt, wie er normal ist. Und nachher dann halt als Werwolf. Also an sich eine runde Sache. Wirklich ein cooles Mediabook. Wie gesagt, streng limitiert auf 333 Stück. Noch ein paar Aufkleber dazu. Ja, an sich wirklich... cooles Steelbook, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, habe ich schon mehrmals erwähnt, glaube ich, schaut euch den Film einfach mal an. Der ist wirklich sehr lustig. Jo, und dann soll es das an dieser Stelle wieder gewesen sein von mir. Jo, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.